Das schöne Frühlingswetter lockt uns jetzt immer mehr nach draußen. Auch übergewichtige Menschen sollten sich nicht zu Hause verstecken. Bewegung und gesunde Ernährung tut jedem gut. Jeder übergewichtige Patient, auch mit Arthrose, sollte irgendeine Form der Bewegung, Sport machen. Reha-Sport, Nordic Walking-Gruppe, Wassergymnastik. Also selbst im Wasser, denke ich, kann jeder auch unserer übergewichtigen Patienten Sport betreiben. Um zusätzliche Kilos zu verlieren, empfehlen Ernährungsmediziner eine Verhaltenstherapie. Um krankhaftes Übergewicht zu vermeiden, sollten gesunde Lebensmittel auf dem Speiseplan stehen. Gesunde Ernährung würde bestehen aus einer Kalorienreduktion. Wenn man schon unter Übergewicht leidet, nimmt man meistens auch zu viel Kalorien zu sich. Auf Vitamine, Obst, Gemüse achten. Es gibt eine gewisse Kaloriengrenze am Tag, die eigentlich empfohlen wird, die liegt bei Männern so um die 2000, 2400 Kalorien, bei der Frau so ein bisschen niedriger. Das kann man sich so ein bisschen als Maßstab nehmen. So schwer es auch fällt, der Hungerattacke am Abend sollten Übergewichtige unbedingt widerstehen. Lieber nicht an den Kühlschrank gehen und dort loslegen, sondern vielleicht ein Glas Wasser trinken, nochmal ein bisschen sich bewegen, aber auf keinen Fall jetzt den Kühlschrank leeren, sich vielleicht versuchen abzulenken. Professionelle Unterstützung bekommen Betroffene bei der Ernährungsberatung und Verhaltenstherapie. Ein angepasstes Bewegungsprogramm wird ebenfalls unter ärztlicher Aufsicht erstellt. Man lernt Regeln über gesunde Ernährung, wie bewege ich mich. Und selbst wenn es dann zur Operation kommt, kann man diese Regeln danach auch einfacher umsetzen und dauerhafter erfolgreich sein. Also her mit den Vitaminen und den Sportschuhen und rein in einen hoffentlich leichteren Sommer.